Übergang. Ich gehe um die Ecke. Ein weißes Zimmer. In einer Ecke sitzt ein Kind und spielt am Boden. Ich sehe dich schon. Es dreht sich um und schaut mich an. Mein Name ist Oliver Mures. Ich bin Schauspieler am Theater Lindenhof und habe mit Leuten aus Maria Berg und Schauspielern des Theater Lindenhof den Garten inszeniert, angeleitet, entwickelt. Da kann ich raus. Ole! Heißt mir noch mal zusagen, ich will jeden Mal schon mal, was ich sage. Da kann ich raus und blick zum Berg auf der anderen Seite und sehe, da sind jetzt zwei. Zwei Berg! Wo seid ihr her? Die Leute aus Maria Berg haben eine viel größere Selbstverständlichkeit auf der Bühne, als wir sie als Schauspieler immer versuchen zu erreichen. Wenn der Hansi malt, mit einem großen Kreide auf dem Boden, mit dem ganzen Körper einen Vulkan malt, dann merkt man, das stimmt einfach. Da ist nichts erzeugt. Das ist einfach unwillkürlich richtig. Entscheidend ist schon, was ist Meisterschaft? Gibt es Kunst ohne Meisterschaft? Wir wollen ja immer was Gutes machen. Wir wollen ja immer einen goldenen Schnitt hinkriegen. Es gibt Regeln im Theater. Wie tritt man auf? Wie setzt man eine Pause? Ja, und so. Und das hat mich alles nicht interessiert dabei. Ich wollte wissen, wie machen die das? Und was ist das Ästhetische daran? Der Boden ist aufgegangen. Goldene Sternlein prangen. Am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweigt. Und aus den Wiesen steigt. Der weiße Nebel wunderbar.